Jörg Nittmann von Breezer und Peter Funk von BNF. Vielen Dank, wenn ihr euch die Mikros dann einfach gegenseitig zureicht, das wäre super. Ja, die 600 Kilo jetzt kommen. Wenn ich es richtig verstehe, muss ich dazu alle erstmal auf europäischer Ebene was ändern. Joe, erklär uns doch mal was. Ist das? Ja, okay. Die Frage war jetzt so ein bisschen so direkt und knapp. Genau. Das ist ein bisschen weit anfangen. Oder weit könnte man weit ausholen. Das macht natürlich keinen Sinn. Also die 600 Kilo kommen nahezu sicher, wenn nicht noch in Brüssel irgendwelche Revolutionen stattfinden. Es ist so, dass diese 600 Kilo in den sogenannten Trilogen lange Zeit kontrovers debattiert worden sind, aber mittlerweile eben in diesem Kompromiss geendet, dass man ein sogenanntes Opt-out machen will. Der Kompromiss war notwendig, weil das Parlament hat unsere Idee zunächst relativ rasch auch zugestimmt, 600 Kilo in diesen Annex, den wir ja immer hatten, wo diese nationalen Flieger da beschrieben worden sind. Da sollte das nach dem Parlament gleich 600 Kilo für alle rein. Aber der Ministerrat war strikt dagegen, wollte das auf keinen Fall. Da haben viele Länder interveniert, also europäische Nationen interveniert. Und dann war es eben notwendig, in diese sogenannten Triloge gehen. Das Trilog kommt von Dialog, wenn zwei miteinander reden, ist es gewöhnlich. Trilog eben, wenn drei miteinander reden, die Kommission, das Parlament und der Ministerrat. Und das ist so ein Gremium, das wird wirklich in der Staatsbürgerkunde nirgendwo beschrieben, aber da kummelt man eben die Kompromisse aus. Das ist dann passiert und jetzt muss es noch im Mai, am 28. Mai ist es praktisch in der ersten Lesung im Parlament, die segnen das nur noch ab. Also das ist sehr, sehr sicher und deswegen habe ich eben auch gesagt, wenn nicht noch die Revolution passiert, also dem Franzosen Macron müssen wir jetzt eigentlich ein bisschen Ruhe bitten, dass er da bis Mai nichts mehr stört, dann haben wir die 600 Kilo. Und das heißt, wenn ich es richtig verstehe, da ändert sich diese Basic Regulation, wie das immer heißt, die beschreibt, was die EASA tut und was nicht. Da stand bislang im Annex 2 drin, UELs bis 450 Kilo plus Rettungssystem gehören nicht unter die EASA-Regulierung. Und da steht jetzt drin, erstmal ist es jetzt nicht mehr Annex 2, sondern Annex 1, weil das Kind braucht ja ab und an einen neuen Namen. Und da steht jetzt immer noch drin, UELs wiegen 450 Kilo und gehören dann nicht zur EASA, aber wenn ein Mitgliedstaat das möchte, dann kann er sagen bis 600 Kilo. Inklusive Rettungssystem? Inklusive Rettungssystem. Okay. Das bringt uns zum Staat, auf jeden Fall zu Deutschland, der interessiert uns. Michael, wie ist das, also kriegen wir das in Deutschland, wer entscheidet das und was habt ihr als Verbände, die ja beauftragt sind, UELs zu regulieren, damit zu tun? Ja, hallo erstmal an alle. Schönen Dank auch für die Einladung hier vom Fliegermagazin, dass wir uns hier mal äußern dürfen. Die nationalen Bestimmungen, also unsere Bauvorschriften, wie sie früher hießen, dann zwischenzeitlich Lufttüchtigkeitsforderungen umgetauft, beschreiben eigentlich technisch, worum es geht, was wir machen dürfen. Die Verbände sind ja beauftragt vom Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur, hieß es neulich noch, jetzt ist es schon wieder anders, weiß nicht. Okay. Sich um diese ganzen ULs zu kümmern, anhand der Bauvorschriften. Jetzt muss man einfach mal auf eine Bresche fürs LBA schlagen. Die haben sich dieser Thematik nicht verwehrt, sondern haben sogar eingeladen, vorab schon. Das heißt, das Thema Lärm, was wir angehen müssen, und das Thema Bauvorschriften, ist mit dem LBA schon, sage ich mal, zugestimmt. Da sind die Eckpunkte schon definiert. Und auch da sage ich einfach, wenn keine Revolution kommt, sollten wir eigentlich darauf vertrauen können, die Zusicherung haben wir jedenfalls vom LBA und vom Ministerium, dass wir dann in Zukunft, wenn denn diese 600 Kilo EU Basic Regulation kommt, dass wir auch nutzen dürfen als ersten Punkt und zweitens, dass wir auch mit den besprochenen Änderungen der Bauvorschriften nutzen dürfen. So, Ziel der ganzen Bauvorschriften, da ich für die Technik zuständig bin, kann ich darüber auch was sagen, war, dass wir auch die alten ULs nicht vergessen, sondern die Möglichkeit, möglichst einfach, also von regulatorischer Seite, möglichst einfache Möglichkeit bieten, auflasten zu können.
heißt es natürlich nicht, wenn der Flieger prinzipiell, strukturell nicht dafür geeignet ist, dass die Vorschrift ihn dann auf 600 Kilo hievt. Das kriegen wir nicht hin. Aber wenn der Flieger 600 Kilo kann, haben wir verschiedene Hersteller, die auch im Ausland tätig sind oder bei der EASA sogar zugelassen sind. Die werden dann, sage ich mal, ohne strukturelle Änderungen die Auflastung machen können. Das heißt, wir sprechen dann noch über Papier, also einmal alle Nachweise zu mir. Ich habe in der Regel ja nur 472 Kilo Nachweise. EASA-Nachweise liegen mir nicht vor. Aber wenn es für die EASA gut ist, soll es vielleicht auch für ein deutsches Modell gut sein. Denke ich zumindest mal, das werden wir akzeptieren können. So, das heißt, dann können wir uns durch säckeweise Papier durcharbeiten und dann gucken, dass alle Bauforderungen wirklich erfüllt sind. Jetzt nochmal kurz zum Timing. Also, das wird von der EU abgesegnet, das wird veröffentlicht, dann ist es geltendes Recht in allen EU-Ländern. Das wird vermutlich so ungefähr im Juni oder so, wenn alles gut läuft, der Fall sein, oder? Also, wir können natürlich zu dem Zeitplan wirklich nichts Verbindliches sagen. Das müssen wir wirklich vorwegschicken. Aber skizzieren kann ich den vielleicht so, dass wir sagen, also am 28. April ist eben die von mir vorher erwähnte Entscheidung des Parlaments angesetzt. 28. Mai, sorry. Danach muss das Ganze veröffentlicht werden im Amtsjournal, damit das ganze Gesetzeskraft bekommen kann. Da sind noch Übersetzungen nötig, die laufen aber bereits, die sind schon in der Planung. Das heißt, günstigenfalls könnten wir mit Inkrafttreten dieser Verordnung so im Juni, Juli rechnen. Dann müssen wir sehen, dass wir dieses Opt-out erst noch erklären. Das heißt, da muss in Deutschland eine NFL herausgebracht werden, wo es dann eben heißt, die Bundesregierung hat beschlossen, Opt-out wahrzunehmen und so weiter. Und das muss dann an die EASA und an die Kommission geschickt werden auch. Und erst dann hat es in Deutschland praktisch Gesetzeskraft, sagen wir von mir aus mit Verzögerung. Alle Beteiligten sind gutwillig. Also das Ministerium, wie der Michael gesagt hat, LBA, das ist alles schon geklärt, die Papiere sind schon geschrieben. Sagen wir also August meinetwegen. Und erst dann wird das LBA eben diese technischen Bauforderungen in Kraft setzen können. Das heißt, dann sind wir September, Oktober. Das ist aber jetzt eine günstige Schätzung, also optimistisch halt. Sehr optimistische Schätzung. Also das könnte durchaus auch Jahresende werden. Wesentlich ist nur zu sagen, dass wir Verbände, DHNC und DULF, wir haben alle Hausaufgaben jetzt gemacht. Also die Papiere sind fertig, die brauchen wirklich nur noch in Kraft gesetzt werden. Das heißt, jetzt macht tatsächlich die Schublade auf und dann liegen die Vorschriften da und dann, Herr Wolfgang, habt ihr die schon da liegen bei Breezer? Wisst ihr schon genau, was da drin steht? Also als Hersteller sind wir natürlich in einem traditionell sehr guten Kontakt mit unseren Verbänden. Und wir waren ja von Anfang an auch in dem Meinungsgebungsprozess für neue Bauvorschriften. Wir leiden ja auch seit Jahren ein bisschen unter den ein oder anderen Weg in der Bauvorschrift und haben dann auch die Möglichkeit wahrgenommen, darauf hinzuweisen. Also für uns ist eigentlich klar, was wir tun müssen und was wir nachweisen müssen. Wir sind mit dem DHC, mit dem DULF im permanenten Dialog. Wir wurden jetzt noch ein bisschen in letzter Minute überrascht, gestern Morgen, sehr positiv. Die Firma BRS hat die Zulassung bekommen für das Rettungsgerät. Das heißt, auch für unsere Bestandskunden, für unsere älteren Kunden, müssen wir kein anderes Rettungsgerät einbauen. Das ist sehr positiv. Das sind deutlich vierstellige Beträge, die da nicht aufgewendet werden. Das heißt, die Schirme, die da drin sind und ursprünglich mal für 472 Kilo gedacht waren, gehen auch für 600? Ja. So, und das hat für uns natürlich heute, wir haben auf der Messe ein UL, von dem wir sicher sind, wenn die Arbeit auf der EU-Seite, auf dem Ministerium, auf der LBA-Seite, auf der Verbandsseite gemacht ist, dann können wir heute bereits ein 600 Kilo UL ausliefern, was noch im Moment natürlich mit 470 Kilo Papieren fliegen wird. Aber wenn dann die Arbeit gemacht ist, gibt es nur noch Stempel, eventuell werden ein paar Aufkleber ausgetauscht, ein paar Fahrtenmessermarkierungen geändert, aber dann hat der Kunde, wenn er heute darüber nachdenkt, dann gebe ich jetzt 120.000 Euro aus für ein Flugzeug, er hat eben dann die Gewissheit, das hat quasi Zukunft in Zeit. Und
im gleichen Schritt mit unseren Altgeräten. Wir haben eine absolute Sicherheit, dass wir so ab Baunummer 62 können wir alles hochrüsten, das ist überhaupt kein Problem. Und die ersten Modelle, naja, wir müssen ja nicht zwangsweise auf 600 Kilo aufrüsten, wir können ja auch etwas ältere Modelle schon auf 540 Kilo oder 520 Kilo, je nachdem, was der Eigentümer da an Aufwand reinstecken muss oder möchte, können wir dann natürlich entsprechend bedienen. Das ist die Bauvorschrift, heißt ja nicht zwangsweise, ihr müsst 600 Kilo, ihr könnt ja auch bei 540 Kilo aufhören. Peter, wie sieht das bei euch aus? Wie beeinflusst das eure Arbeit, dass ihr diese Möglichkeit habt jetzt? Ja, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Um der Frage vorzubeugen, das Outfit hat also rein gar nichts mit den 600 Kilo zu tun, sondern eher mit der produktmäßigen Ausrichtung, mit dem wir hier auf der Messe vertreten sind. Diese 600 Kilo, danke. Die 600 Kilo Geschichte hat die ganze Branche seit vielen Jahren im Griff. Und es ist vielleicht jetzt nicht so populär, aber ich muss aus meiner Sicht sagen, ich sehe das Ganze, den ganzen Prozess auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Politisch ist aus meiner Sicht der Ablauf, das war eine Kapitulation. Ja. Man hat jahrelang verhandelt in Brüssel, Europa. Das, was jetzt rauskommt, ist, man konnte sich auf nichts Genaues einigen. Man gibt jetzt ein Maximum vor und jeder macht, was er will. Wir werden in der Zukunft in Europa in jedem Land mehr oder weniger verschiedene Regeln sehen. Die Deutschen und die Tschechen haben schon erklärt, wir gehen auf 600, die Franzosen wollen wohl auf 520, die Spanier machen gar nichts. Ja. Das ist jetzt für den deutschen Kunden nicht unbedingt ein Thema, aber für den Hersteller schon durchaus. Also es ist ja jetzt zum Beispiel die Frage, was machen wir produkttechnisch? Ja? Es gibt da den Wunsch, mit Sicherheit bei vielen Kunden zu sagen, naja, also diese extreme Leichtbaugeschichte, die hat ja in der Vergangenheit eher gezeigt, dass das dann an manchen Ecken zu nicht so soliden Teilen führt. Nehmen wir mal nur die Reifen. Wäre doch schön, wenn die Reifen doppelt so lange halten, wenn wir anstatt 4 Zoll 6 Zoll draufpacken und so weiter. Das geht aber auch weiter in die Konstruktion vom Flugzeug, jetzt nicht in die Sicherheit und Statik, aber eben in vieles in der Peripherie. Bisher war es eben so, wir hatten in Europa zwar keine einheitliche Regel, aber einheitliche Limits. Also wir konnten ein Flugzeug für 472 Kilo in Deutschland zulassen und wussten, wir haben noch relativ gute Karten, das gleiche Ding in Frankreich und in Spanien und sonst wo auf den Markt zu bringen, ohne dass wir das Ding dann neu konstruieren müssen. An dem Ende sehe ich jetzt ein bisschen, ja, da kommt einiges auf uns zu. Und jetzt zur Frage, es ist natürlich jetzt auch ein großer Berg vor uns, auf den wir uns vorbereiten, für die deutschen Kunden. Bei uns ist es so, wir haben im Moment, ich sage es mal ganz grob, 4 verschiedene Flugzeuge, also die wirklich verschieden sind. Und diese 4 verschiedenen Modelle haben dann jeweils nochmal Untervarianten. Und Michael Betz hat es eben schon erzählt, wir machen für jede eigene Variante am Ende jetzt eine neue Zulassung. Also ich habe es noch gar nicht getraut hochzurechnen, bei uns geht es da in die zig, also wirklich viele, viele verschiedene Flugzeuge, die wir da zulassen. Das heißt, der Hersteller muss natürlich in der nächsten Zeit zum einen investieren. Ja. Es ist insofern es ist wichtig zu verstehen, dass diese ganze politische Geschichte, die sich jetzt über viele, viele Jahre gezogen hat, den Markt sehr nachteilig getroffen hat. Es gab sehr viele Kunden, die gesagt haben, warum soll ich mir heute einen 472 Kilo Flieger kaufen, wenn vielleicht morgen eine neue Regel da ist und das Ding passt da am Ende nicht rein. Das heißt also, das hat den Markt in gewisser Weise ausgeblutet in den letzten Jahren und jetzt kommt eben on top noch die Anforderung, nochmal richtig investieren, um diese neuen Zulassungen eben dann auch durchzuziehen. Darauf bereiten wir uns vor. Es macht aber auch klar, wir können es jetzt nicht in der vollen Breite. Wir müssen also jetzt zunächst mal punktuell überlegen, was ist das meistverbreitetste Produkt, zum Beispiel in Deutschland, bei uns ist das jetzt die FK9 und da müssen wir da wieder gucken, welche Variante ist das. Das ist normal die mit dem Rodax-Motor und bla bla bla. Und an dem Ende laborieren wir jetzt gerade rum und bereiten uns vor. Joe, europäisches Chaos. Ist das so? Und ich habe noch ein paar Detailfragen dazu, aber erstmal aus Herstellersicht jetzt betrachtet, steht man da vor so einem wilden Mix?
Also ich muss dem Peter recht geben. Das ist zunächst natürlich ein bisschen blöde, wenn wir mit diesem Opt-out eben keine europaweite Regel haben, sondern eben immer noch Länder da sind, die eben ums Verrecken die 600 Kilo nicht wollen. Nehmen wir als Beispiel Frankreich. Nur die Franzosen, die haben sich auch schon bewegt. Die sind jetzt irgendwo bei 550 oder sowas kommen die raus. Ist natürlich albern. Also warum immer wieder so abweichende Grenzen? Nur ganz interessant dabei ist, dass ich tatsächlich Belege dafür habe, dass die 600 Kilo wirklich ein fahrender Zug sind. Das sieht man immer an denen, die da auf den nämlich aufspringen. Ungeheuer interessant war, dass Gegner wie zum Beispiel Holland, die waren ganz strikt im Ministerrat eben dagegen auf, für die Auflastung oder so. Das waren jetzt die Ersten, die sagen, ah, ja, Opt-out, ach, das machen wir auch. Also da sind die auch bei 600. Jetzt haben wir noch so Versprengte, die Österreicher, die waren strikt gegen 600, also auf keinen Fall, und es muss bei 450 bleiben. Die ersten Signale hört man aus Wien auch, ah, ja, nee, also wenn alle 600, machen wir dann auch 600. Also das wird dieses Chaos schon ein bisschen minimieren, also weil ich da einfach wirklich auf den fahrenden Zug setze und einfach schon die Trittbrettfahrer sehe.